Hallo meine kleinen Mäuse, ihr seid hier auf Kimmys Kinderkanal und ich wollte euch den kleinsten Freund vorstellen, den ich habe. Und zwar ist das der Piero, ein kleiner Dschungarenhamster. Der hat jetzt gerade seine Backen voll und sortiert sich. So süß bist du. Hamster haben ihren Namen von dem Verb hamstern. Das heißt, sie futtern ihr Futter nicht direkt, sondern lagern einen Teil in ihren Backentaschen. Und futtern es halt später. Außerdem sind sie nachtaktiv. Sie sind keine Tierchen zum Kuscheln, sondern eher zum Beobachten. Sie machen sich gerne in Chinchillasand sauber, benutzen es gleichzeitig aber auch als ihre Toilette. Deswegen muss man tagtäglich mit einem kleinen Löffelchen es wieder sauber machen, damit ihr Fell nicht verklebt. Außerdem lieben sie es noch darin zu buddeln. Das dient auch noch dazu, dass ihre Krallen abgeschliffen werden. Das machen sie nicht nur gerne im Sand, sondern auch im Streu. Also, an alle Hamsterfreunde da draußen, wenn ihr einen Hamster habt, seid nie zu geizig mit dem Streu. Sie können richtig untertauchen, genauso wie jetzt hier. In der freien Natur leben Hamster unter der Erde. Dort führen Tunnel zu ihren Nestern. Also fühlen sie sich natürlich wohl, wenn ihr auch ein paar Tunnel für sie habt. Und zu dem täglichen frischen Wasser, was die Hamster brauchen, darf natürlich eine Sache nicht fehlen. Also hier von Piro ist das Lieblingsgemüse da-da-da-da, Brokkoli. Sehr gesund. Auch für uns Menschen.